Ein heißer Tag im August. Hier startet der 26. Wanderritt von München nach Waldmünchen. Dieser Ritt über eine Strecke von mehr als 200 Kilometern dient uns als Kulisse, um möglichst viele Aspekte und Voraussetzungen für einen gelungenen Wanderritt zu erörtern. Da die meisten Wanderreiter nicht von zu Hause aus starten, müssen sie gezwungenermaßen ihr Pferd verladen. Das sollte für Pferd und Reiter stressfrei ablaufen und bedarf oftmals einiger Übung. Das Pferd sollte freiwillig in den Hänger gehen. Im Idealfall können Sie das ohne fremde Hilfe schaffen. Sobald Ihr Pferd steht, schließen Sie die rückwärtige Absperrung. Dann binden Sie Ihr Pferd vorne an. Verwenden Sie einen gut schließenden Karabiner. Binden Sie Ihr Pferd so an, dass es sich umsehen, aber niemals mit Kopf oder Bein im Strick verfangen kann. Versuchen Sie es einmal mit einem Halsgurt. Hierbei kann der Anbindstrick bei größerer Bewegungsfreiheit kürzer sein als beim Stallhalfter. Die meisten dieser Wanderreiter sind bereits am Vortag angereist. Das hat den Vorteil, dass sich die Pferde in aller Ruhe an die Situation mit all den anderen Menschen und Pferden gewöhnen können. Der ideale Wanderreitsattel hat eine lange Auflagefläche, um das Gewicht des Reiters gleichmäßig zu verteilen. Am Sattel sollten Satteltaschen und was man sonst noch alles mitnehmen will, gut zu befestigen sein. Ein dickes und breites Pad oder ein Woilach, eine mehrfach zusammengelegte Wolldecke, verhindern Druck- und Scheuerstellen. Nehmen Sie auf Ihrem Ritt nur das mit, was Sie unbedingt brauchen. Vermeiden Sie, dass Satteltaschen herumschaukeln, Stricke herunterhängen, Decken herumflattern. Wenn Sie damit irgendwo hängen bleiben, können Sie sich und andere in Gefahr bringen. Bereiten Sie zu Hause alles sorgfältig vor. Am besten, Sie machen sich eine Checkliste und überprüfen, ob Sie wirklich alles dabei haben. Für alle Fälle ist in der Innenseite der Videohülle eine Checkliste. Diese Reiterin hat ein Rehfell zwischen Sattel und Satteldecke gelegt. Ein Geheimtipp unter Wanderreitern. Außerdem schützt sie die Augen ihres Pferdes mit einer Fliegenkappe.